Hey Leute, willkommen zu einem Vlog. Und zwar komme ich heute Flo, Felix und Janis besuchen. Ihr kennt die wahrscheinlich aus dem Twitch-Chat oder vom Discord oder so. Und ja, Luca ist auch schon da, beziehungsweise er ist schon gestern angekommen. Und ja, ich wollte heute auf jeden Fall ein bisschen vloggen, weil ich dachte, heute wird es ganz interessant. Und ich hätte gerne mal wieder einen Vlog. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall. But a part of you is in part of me, that's I know it's more. Was geht, meine Freunde? Willkommen zu Sarahs Vlog. Oh. Leute, wir sind da. Ich trau mich gar nicht nach unten. Flo, Felix und Janis sind jetzt auch mal da. Und ja, auf jeden Fall chillen wir jetzt noch kurz und dann gehen wir Pizza essen. Habt ihr Bock? Ja. Ich glaube, keiner macht. Hallo, was hast du da gerade gesagt? Was für ein lieber Kater? Hauptsache, wir hatten die letzten Tage so das größte Dreckswetter und jetzt, wo die da sind, ist so für unsere Verhältnisse gutes Wetter. Wir machen es jetzt ready und dann gehen wir zu fünft erstmal Pizza essen. Die Coolen sitzen vorne. Die Coolen sitzen hinten. Wie im Bus immer. Oh mein Gott. On the floor of the kitchen, and I'm feeling no you're not. Wir sind jetzt wieder bei mir. Janis, bist du behindert? Also Pizza. Luca, wie war die Pizza? 10 von 10. Ja, die haben übrigens, wir hatten alle eine Dönerpizza Hollandaise. Ja. Wir brauchen jetzt einmal Rückmeldung. Okay, Felix, wie war die Pizza? Schon so eine 9 von 10. Flo, deine Meinung? War schon lecker. 8 von 10. Eine 10 von 10. Ja, guck mal. Nehmt euch ein Beispiel. Leute, also kommt alle vorbei, wenn ihr mal eine leckere Dönerpizza Hollandaise essen wollt. Sehr. Auf ein Date mit Luca. Ex-Hamburg-Fan. Ja, auf jeden Fall chillen wir jetzt noch kurz und dann gehen wir noch zu dem See oder so und machen da noch was. Alter, ii. So Leute, wir sind jetzt am See. Wir haben uns eine Waffe gegönnt, es ist einfach absolut windig und sie sind schon alle voller Puderzucker, was man irgendwie gerade nicht will sehen. Ja, wir gönnen uns jetzt eine Waffe, außer Felix. Sad. Was so schade wegen dem Wetter. So klar, wir haben irgendwie besseres Wetter als die letzten Tage. All dieser Wind ist so nervig und macht die Atmosphäre kaputt. Ich bin froh, dass es nicht regnet. Ja, es hat vorhin auch noch kurz. Also, ja, wir haben irgendwie so gefühlt heute alles: Schnee, Regen. Ja, Schnee, Hagel. Jetzt geht's wieder los. Jetzt gehen wir einkaufen. Dann haben wir später Cocktails. Was war das denn? Ja, für extra, wenn wir später Cocktails machen können. Habt ihr noch einen mitgenommen? Ich will noch so eine. Thomas! So Leute, wir sind jetzt zu Hause schon seit ein, zwei Stunden und du hast erstmal dafür gesorgt, dass Felix klebt. Danke dafür, Mama freut sich auf jeden Fall. Willst du dich schon mal bei Mama entschuldigen oder willst du es lieber persönlich machen? Soll ich beides machen? Ja, mach beides. Kannst du auch. Ich beides, okay. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut, ich verspreche es. Ja, Lappen einfach. Ja. So, ich mache jetzt Cocktails und danach mache ich noch Waffeln mit Puderzucker. Und ja, später kommt noch jemand dazu. Und zwar Thomas und ja. Der Besuch ist jetzt weg. Wir haben gleich einfach erst 11 Uhr. Aber irgendwie waren wir alle komplett K.O., weil wir irgendwie den ganzen Tag einfach unterwegs waren und wir haben mega viel gechillt und haben uns einfach nur unterhalten und Waffeln gegessen und Cocktails getrunken. Ich finde sowieso, dass man davon richtig K.O. wird von Cocktails. Aber naja, auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie viel jetzt im Endeffekt zusammengekommen ist beim Vlog. Ich hoffe, ich habe gutes Material. Und ja, ich hoffe auch, dass euch der Vlog gefallen hat. Falls ja, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann bis nächstes Mal. Haut rein und ciao.